du dieses Video angeklickt hast, bist du auf dem Kanal Rainbow Six Siege Guys gelandet. Heute sind wir auf Haus unterwegs und gucken uns mal endlich einen Drohnenspot für die Angreifer an, den du, sag ich mal, im Angriff, wie du deine Drohne halt am besten positionierst. Wir tun jetzt mal so, als wären wir in der Vorbereitungsphase. Unsere Drohne fährt jetzt hier so lang, zum Beispiel ist es ein Hauptschlafzimmer. Verdammt, da bist du eben zu schnell verschossen. Wir fahren erstens hier runter. Weiter zu deiner Position. Wir fahren erstens hier runter, springen als erstes auf den Kleiderhaken, springen davon auf diese... Verdammt. Also, wir springen erstens auf den Kleiderhaken, springen dann auf diese Holztür, nie bewegen, nach rechts dann gucken ganz vorsichtig und dann springen wir nochmal. Dann bist du schon hier oben und kannst einen super Ausblick auf Hauptschlafzimmer, wenn sie da sind. Oder im besten Fall springst du hier noch höher. Das Fenster kommt dabei gar und du hast noch einen besseren Ausblick. Jo, das wär's dann mit dem ersten kleinen Clip gewesen. Und zum zweiten kleinen Spot. Ihr kennt alle bestimmt die Drohne da oben auf dem Schrank. Ihr wisst, dass man hier dafür hier hoch muss und dann da hochspringen, egal. Jedenfalls, da zielen und avisieren meistens alle Angreifer drauf. Du springst einfach hier auf den Schrank, gehst hier oben auf die Kante, guckst etwas nach oben und springst dann einfach hier rüber. Das geht viel schneller, meiner Meinung nach, und bleibst auch ein bisschen unentdeckt. Wenn sie sich dann trotzdem finden oder auf dich schießen würden oder du dir unsicher bist, springst du einfach hier drüben auf diesen Schrank. So, das wär's dann gewesen mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du das Video bewertest, teilst, ein Like oder so, wenn es dir geholfen hat. Und ciao, bis zum nächsten Video.